seit im Lande hier geirrt am meisten seid. Was werdet ihr für Werke hören, sehen und welchen Jammer heben, wenn wie Eingeborne noch den Häusern Lathakos ihr Sorge gönnet? Ich meine, nicht der Ister, was ist nicht, wird reiner Bursche dieses Haus, so viel es birgt. Gleich aber kommt ans Licht das Schlimme, unschuldig. Oder schuldig. Doch von Übeln am meisten schmerzt, was selbst erwählt sich zeiget. Noch übrig ist, dass jenes, was wir wissen, zum Seufzen nicht mehr sei. Was weißt du noch? Es ist das schnellste Wort zu sagen und zu hören. Tot ist es, Jokastas göttlich Haupt. Unglückliche, um welcher Sache willen? Gedächtnis blieb, das Leiden du der Kämpfenden erfahren, denn dein Zorne stürzend sie gekommen ins Innere des Hofs, lief sie zum Brautbett schnell und riss das Haar sich aus mit Fingerspitzen. Als sie die Türe hinter sich geschlossen, ruft sie den Laios, ihr schon lange tot ist, des alten Samens ein Gedenk, worüber er tot sei, und die Mutter übrig lasse, die kinderlos nach ihm die Kinder zeuge, und jammert um ihr Bett, wo sie unglücklich zwei Männer aus dem Mann und Kinder bring aus Kindern. Und wie sie drauf umkam, das weiß ich nimmer. Denn schreiend stürzte Ödipus herein, wo den Mann nicht ihr Unglück sehen konnte. Auf ihn, wie er umherging, sahen wir. Er irrt und will, dass einen Speer wir reichen, dass er sein Weib nicht, und das Feld, das Mütterliche findet und seiner Kinder, dem Wütenden wies es vor dem Mohnen einer, kein von denen, die zugegen waren. Gewaltig stürzt, als unter einem Treiber, und trat auf beide Türen er und sprengte die hohlen Schlösser aus dem Grund und stürzt in das Gemach. Stricken hättest du sie verstrickt.
sehen. Wie er sie sieht, laut brüllend, der Arme löst das hängende Seil und auf die Erde fiel er, der Leidende. Drauf war sein Anblick schrecklich. Die goldenen Nadeln riss er vom Gewand, mit denen sie geschmückt war, tat es auf und stach ins Helle seiner Augen sich und sprach so ungefähr: Es sei, damit er sie nicht sehe und was er leid und was er schlimm getan, damit in Finsternis er anderer in Zukunft, die er nicht sehen dürft, ansichtig werden mög und denen er bekannt sei, unbekannt. Und so frohlockend stieß er öfters, einmal nicht die Wimpern haltend, und die blutigen Augäpfel färbten ihm den Bart und Tropfen nicht, als wie von Mord vergossen, rieselten, sondern schwarz vergossen ward das Blut, ein Hagelregen. Aus einem Paare kam's, kein einzelner ein Übel zusammen erzeugt von Mann und Weib, ihr alter Reichtum. Wahrhaft, was vor diesem ein Reichtum habe jetzt. Diesem Tage Geseufz und Irr und Tod und Schmach, so viel von allen übeln Namen sind, es fehlet kein. Schreit, man soll die Riegel öffnen, was man ihnen offenbare allen Kadmiern, die Vatermörder und der Mutter. Spricht Unheiliges, was ich nicht sagen darf. Sie selbst verbannen wolle aus dem Lande, verflucht, wie er geflucht, im Haus nicht bleiben. Der Stärke nun und eines, der ihn leitet, bedarf er, denn zu groß ist, dass er sie ertrage, seine Krankheit. Doch, er zeigt es dir!